Schätzen Sie mal, was das ist? Unschwer zu erkennen. Eine Zucchini. Zugeben, ein bisschen groß. Die essen wir auch nicht mehr. Die geht an die Hühner. Aber die kennen Sie aus dem Laden. So 15 cm lang. Die ganz Standard-Zucchini. Aber wissen Sie, dass es auch jede Menge andere Sorten gibt. In diesem Jahr habe ich 4 Stück ausprobiert. Und ich zeige Ihnen mal, was da für Dinge dabei sind. Sie werden erstaunt sein. Also wenn es ja irgendwas gibt, was im Garten problemlos wächst, dann ist das Zucchini. Also das Pflänzchen hier, 3x4 Quadratmeter, eine einzige Zucchini, ich weiß nicht. Anfang vom Jahr isst man davon noch jede Menge und irgendwann ist dann Schluss mit Zucchini. Dann gehen die nur noch an die Hühner. Ich habe Schubkarren davon an die Hühner gefahren. Also die Zucchini ist, wächst wie Unkraut. Gucken wir uns das Pflänzchen mal an. Da habe ich eigentlich bisher immer Erfolg mit gehabt. Also es gibt nichts, was eine Zucchini, wenn sie einmal wächst, am Wachsen hindern kann. Bei dieser Sorte ist jetzt Schluss mit lustig. Da kommt nichts mehr. Da ist noch eine männliche Blüte, noch eine. Aber da wird nicht mehr viel bei kommen. Aber ich habe noch eine andere Variante, die als nächstes kommt. Die trägt noch. Da kommen noch ein paar Früchte hinterher. Ich werde oft gefragt, was dieser weiße Belag auf diesen Blättern zu suchen hat. Ehrlich, das ist mir ziemlich egal. Die wachsen mit Belag oder ohne Belag, die haben eigentlich in jedem Jahr diesen weißen Belag. Und was das nun letztendlich ist, ist mir ziemlich gleichgültig. Zucchini, da kann man eigentlich wirklich nichts falsch machen. Von dieser Pflanze sind 3 Ranken abgegangen. Und so gut wie aus jeder Blattachsel gab es eine Zucchini. Ich habe gerade noch eine größere gefunden, die liegt hier noch rum. Die holen wir uns auch noch mal raus. Das wird wahrscheinlich niemand mehr essen. Da waren auch mit Sicherheit Schnecken dran, die die angefressen haben hier. Die Stellen. Aber die Hühner stört das nicht. Jetzt um diese Jahreszeit, Mitte September. Ich weiß nicht, die Früchtchen, die da kommen, das ist nicht mehr viel. Die faulen oder sind angefressen wie die hier. Ja, da sieht man das. Von innen, von irgendwas. Die ist von irgendwas angefressen. Macht eigentlich keinen Sinn, die Pflanze noch zu halten. Ja, da ist noch eine, die könnte noch was werden. Aber wir gehen mal rüber zu der zweiten Sorte. Das ist eine Sorte, habe ich zum ersten Mal in diesem Jahr. Und zwar so kleine Runde, die ist jetzt auch schon ein bisschen zu groß hier, aber so sehen die aus. Schmecken ganz lecker, schöne Portionsgröße, tolle Angelegenheit. Ein paar, weil da viel zu viele waren, sind zu groß geworden. Dann sehen sie so aus, ist schon ähnlich wie ein Kürbis. Schauen wir uns die mal von innen an. So sehen sie aus. Also die Sorte kann ich nur empfehlen. Die ist ganz in Ordnung. Da haben wir noch weitere drin, die viel zu groß geworden sind. Und wir haben auch den Übeltäter, der diese da niedergemacht hat. Da sitzt sie da unten, kann man sie sehen. Die Blüten und die ganz jungen Früchte, die sind enorm anfällig. Für Schnecken. Was aber nichts heißt, wie gesagt, wenn die einmal wachsen, die hält nichts auf. Zucchini kommt immer noch genug darum und wenn man nur eine einzige Pflanze hat. Ich zeige Ihnen aber jetzt mal die beiden Sorten, die normalerweise niemand im Garten hat. Die sind viel interessanter als die Standardsorten, die ich jetzt hier gezeigt habe. Weil das ist ja mit das Interessante. Man kann im Garten ja Sorten anbauen, die Sie nirgendwo im Handel kriegen. Und da die zwei, die jetzt kommen, die sind echt lustig. Die habe ich nämlich gefunden irgendwo im Saatguthandel. Und das nannte sich Keulen-Zucchini. Moment, ich zeige Ihnen mal eine davon. Und den Namen fand ich so witzig,
Habe ich mir direkt besorgt. Riesenpflanze geworden. Diese. Oder der hier. Riesenpflanze geworden. Tolle Angelegenheit. Nur schmecken tun sie nicht. Die sind enorm faserig. Auch wenn sie klein sind. Mochte hier also wahrlich gar niemand essen. Aber die Hühner, die mögen sie. Weil verschwendet wird hier nichts. Kann man sehen, arg faserig, arg zäh. Also zum Genuss war die nicht geeignet, aber es ist ein witziges Geschöpf hier, wenn man sich das mal so ansieht. So, da wollen wir mal sehen, ob den Hühnern die Munden da, da, da und da. Ich muss ja zugeben, hier liegen schon so viele rum. Ich hatte diesen Film eben schon mal gedreht. Da hat dieses doofe Mikrofon wieder nicht funktioniert. Ein Graus. Die Technik, wenn die Technik nicht funktioniert, schrecklich. Aber die Hühner, die mögen sie trotzdem. Und die Entchen, die mögen sie auch. 11 kleine Entchen in diesem Jahr. So, aber jetzt kommen wir zu der richtigen Zucchini. Dafür brauche ich schon stärkere Maschinen, um Ihnen die zu zeigen. Das machen wir jetzt. Ich müsste mir echt selbst verbieten, in irgendwelche Saatgutkataloge zu blicken. Ich meine, wer braucht eine Keulen-Zucchini? Kein Mensch. Eine einzige Pflanze, die ganz normale Standardgrüne, die wächst am besten, die ist wesentlich ertragreicher als die gelbe Sorte. Von mir aus noch die runde, die ich eben gezeigt habe, die ist auch noch in Ordnung. Aber sonst, mehr Zucchini braucht kein Mensch. Die kann man nicht essen. Im Frühjahr jede Menge davon, da stopft man die sich rein. Irgendwann im Spätsommer oder jetzt um die Zeit, Mitte September, interessiert das keinen Menschen mehr, ob da irgendwo eine Zucchini wächst. Aber trotzdem, ich habe sie angebaut, um Ihnen die zu zeigen. Die Karre brauche ich, keine Sorge. Also bei der Gelegenheit kann ich direkt noch ein paar Worte verlieren über all das Saatgut, was man mir zugeschickt hat, was in den Filmen nirgendwo aufgetaucht ist. Ich habe vieles von dem versucht. Ich habe ja Unmengen zugeschickt bekommen. Und ich habe vieles von dem versucht. Zum Teil ist nicht aufgegangen, zum Teil habe ich sie vergessen. Vertrocknet. Also es gibt diverse Gründe. Da war zum Beispiel einer, hat mir dankenderweise aus Thailand einen thailändischen Kohl mitgebracht. Die sind gerade mal handhoch geworden und dann sind die direkt in Blüte gegangen. Das scheint also die falsche Zeit gewesen zu sein. Also ich mache, keine Sorge, ich mache die Sachen, die man mir zuschickt, die sind nicht verloren, aber ich kann nicht über alles einen Film machen. Taucht eben einfach mal auf oder nicht. Was wir nämlich hier haben, ist auch eine Zucchini. Netterweise habe ich die zugeschickt bekommen. Riesen-Zucchini nennt sich das. Ja, ist schon ziemlich groß. Da waren mehrere dran. Also ich habe im jungen Stadium habe ich mal welche gegessen, die waren in Ordnung. Später haben die gegen die Schnecken hier im Gras keine Chance gehabt, weil das war einfach nur ein Loch in der Erde, weil ich umgebuddelt habe und da haben die gestanden. Die haben nachher keine Chance mehr gehabt. Ich habe welche gehabt, die waren durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Also in der Größe. Die sind nachher komplett verschwunden. Da sind die Blüten von den Schnecken reihenweise abgefressen worden. Die hätte wahrscheinlich 50 Früchte gebracht. 3, 4 haben es letztendlich gemacht. Und jetzt ist die Pflanze mächtig auf dem Rückzug. Das bisschen Blattwerk, was davon noch übrig ist hier, das ist gar nichts. Hier hat die übrigens irgendwie gestanden. Gut, ich habe im Internet größere gesehen, aber ich denke mal, das ist auch so schon ein ziemlicher Koloss.
Die zweite hat mächtig Schäden von Mäusen und die werden immer größer. Oh, die ist komplett ausgehöhlt. Schade um das Dingelchen hier. Das ging immer weiter. Vor einer Woche noch war das hier nur so ein kleines Stückchen hier. So. Und jetzt bis komplett da drin. Ja. Völlig ausgehöhlt, wenn man das sehen kann. Mäuse, ein enormes Ärgernis in diesem Jahr. Schade drum. Aber jetzt gucken wir, ob die andere noch ganz ist. Oh, wo hat die überhaupt ihr Anfang und ihr Ende? Hier. Ich hätte die wahrscheinlich auch auf irgendeine Art von Palette legen sollen. Aber nun gut, die ist noch ganz. Also ich denke mal, unter den Voraussetzungen, wo die hier letztendlich wachsen musste, ist das schon ein ordentliches Stückchen. Einfach nur ein Loch, was weiß ich, zwei Eimer groß in die Erde, ein bisschen umgerödelt, ein bisschen Kompost rein, ein bisschen Hornspäne dann da rein. Und dann nur die, in den, wo sie klein waren, mit Schneckenkorn ein bisschen die Schnecken da weggetrieben. Würde das noch jemand essen hier? Ich glaube, im englischsprachigen Bereich, da werden diese Dinger gegessen hier. Ich glaube, die heißen Marrow, wenn ich mich recht erinnere. Aber was das jetzt genau ist? Riesen-Zucchini. Gut, sammeln wir noch das Laub ein. Dann können wir das auf den Kompost tun. Wo ich die gerade sehe, ist überhaupt das erste Mal, dass ich größere Heuschrecken hier oder was da auch immer sind im Garten sehe. Komm, bewege dich mal. Ist mir in den vergangenen Jahren nie aufgefallen. Hoffentlich kriege ich im nächsten Jahr keine Heuschreckenplage. Der Boden hier ist durchsetzt mit Mäusegängen. Egal wo man guckt. Nur Gänge, Gänge, Gänge. Dann fahren wir die Ernte von heute mal nach Hause. Zucchini muss eben nicht Zucchini sein. Es gibt unzählig verschiedene Arten, die Sie nirgendwo kaufen können. Das ist ja das Lustige. Am Garten. Nee. Alles verschiedene Zucchini-Sorten. Mein Plädoyer für mehr Vielfalt im Garten. Auch wenn mir die nicht schmeckt, muss das ja nicht heißen, dass Ihnen die nicht schmeckt. Vielleicht haben Sie einen ganz anderen Geschmack. Also die kann ich wirklich wärmstens empfehlen, wenn sie klein sind. Die sowieso. Die gelben habe ich auch schon probiert. Habe ich in den vergangenen Jahren gehabt. Aber die waren bei weitem nicht so ertragreich wie die normalen. Vielleicht mag die auch schmecken, wer es probieren möchte. Und ich bin ziemlich sicher, es gibt noch hunderte von anderen Zucchini-Sorten. Plädoyer für mehr Vielfalt im Garten. Probieren Sie es einfach aus. Nicht immer dasselbe. Da gibt es mit Sicherheit jede Menge Dinge zu entdecken, von denen Sie so gar keine Vorstellung haben. Zucchini im Garten in diesem Jahr. Wer mehr wissen möchte, neulich im Garten.de/Blog, YouTube-Kanal RR-Hase, jede Menge mehr davon. Enten, Bienen, Hühner, Selbstversorgung, Gänse, alles, was das Leben interessanter macht. Dranbleiben, Kanal abonnieren, weiterempfehlen. Also diese ganze Geschichte hinten dran. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ihre Meinung wie immer unten in die Kommentare rein. Das interessiert mich, wenn ich euch alle beantworten kann. Es sind mittlerweile hunderte von Kommentaren, die hier jede Woche eintrudeln. Schaffe ich nicht. Einfach rein da unten. Ich lese. Bis dann. Tschüss. Am Anfang gesagt, das waren vollkommen unterschiedliche Kürbisse von Anfang an, obwohl die beide unter Riesenkürbis liefen. Also irgendwie muss diesem Menschen mit der Kiepe da wieder was passiert sein, was nicht sein sollte. Ich nehme an, der wäre auch noch ein bisschen größer geworden, wenn die Kinder den nicht abgerissen hätten.